Hallo Leute, hier ist wieder euer Lance Zorro mit einem Ankündigungsvideo, Bestandsaufnahme kann man es auch nennen, wie man will. Die gute Nachricht, ich habe noch vier, glaube ich, ungefähr Videos auf Lager von Let's Play One Piece Unlimited World Red. Die schlechte Nachricht ist, mein Headset ist so im Arsch, dass, also, jetzt, es war zwar schon immer so, dass jetzt der rechte Kopfhörer jetzt abgebrochen war, aber das konnte ich einfach, ne, also hat immer noch Ton gehabt, aber also weil noch so ein kleines dünnes Kabel da war. Das ist jetzt aber leider auch weg. Also der Ton ist weg, mein schöner Surround-Sound ist leider im Arsch. Drum, also meine Laune ist momentan sowieso ziemlich am Tiefpunkt, weil bis auf die Orava Red Diamonds alle meine Fußballmannschaften, die ich mag, na gut, bis auf Liverpool noch, aber bin ich jetzt auch kein Hardcore-Fan. Alle Fußballmannschaften, die ich so mag, momentan eine Krise durchmachen. Ist irgendwie scheiße, aber gut. Und jetzt ist halt das Headset kaputt und ich dachte mir, okay, das Mikrofon behalte ich aber weiterhin. Wollte heute erstmal ordentlich aufnehmen, habe ich auch gemacht. Fünf, sechs Parts habe ich bestimmt, naja, war doch schon, es war einiges, was ich aufgenommen habe an Let's Play One Piece Unlimited World Red weitergemacht halt. Waren schöne Parts, habe ich gut kommentiert, war sehr gut dabei. Mit dem ganz normalen Kopfhörer zwar, aber halt noch mit dem Mikrofon um den Hals hängen. Und dann habe ich gemerkt, übrigens auch wurde ich nicht gestört oder so. Das ist auch mal eine Seltenheit. Und dann habe ich nach dem Dings, habe ich mir alles nochmal angeschaut. Und obwohl ich vorher eine Testaufnahme gemacht habe, wo ich ge gehört habe, ob das mit dem Ton stimmt. Und das ging. War an manchen Stellen, war ich nicht mehr zu verstehen. Und da zweifle ich doch irgendwann mal daran, ob sich der Aufwand und der Auswand, also das Kosten-Nutzen-Verhältnis quasi lohnt. Weil das ist gerade, zum einen muss ich das relativ schnell auch wieder durchspielen, weil. Ja, die PlayStation kann ich auch nicht ewig behalten, die muss ich irgendwann mal zurückgeben. Jetzt gerade in den Ferien wird die natürlich auch benötigt, das verstehe ich voll und ganz. Ja, jetzt wollte ich mal schnell das Projekt vorantreiben. Hab mir trotzdem schön Zeit gelassen, schöne Parts gemacht, ganz gemütlich alles. Und jetzt nachher muss ich sehen, dass das alles scheiße ist. Alles für die Katz eigentlich. Weil das ist jetzt eine Videoqualität wie. Ne? Also Audioqualität hauptsächlich ist. Das ist doch. Ich bin gerade so richtig schlecht drauf irgendwie. Und ich wollte euch natürlich auch runterziehen, weil ich gönne euch nicht eure Fröhlichkeit. Deswegen lade ich dieses Video hoch. Nein, Quatsch. Ich wollte nur sagen, dass wenn ich jetzt die nächsten paar Tage erstmal nichts mache von Let's Plays und so, ob wenn ich jetzt eine Pause mache, dann wundert euch bitte nicht. Was ich noch hab, will ich gerne hochladen. Aber sonst bin ich gerade ein bisschen angekotzt. Übrigens habe ich auch meinen Spielstand natürlich überspeichert, in der Gewissheit, dass ja alles gut ist und jetzt muss ich wahrscheinlich nochmal von vorne anfangen. So viel hatte ich jetzt nicht geschafft. Okay, zwei Welten. Das ist jetzt nicht so wenig, aber naja. Es ist auf jeden Fall scheiße. Es ist richtig. Und nachkommentieren ist auch für die Katz eigentlich. Also, weil das will ja keiner. Nachkommentieren ist scheiße. Ja, wenn ihr irgendwas sagen wollt, dann schreibt es in die Kommentare dazu. Ich wollte euch nur informieren, dass ich momentan angepisst bin. Ihr tragt darin keine Schuld. Wobei man sagen könnte, wenn jetzt unter jedem Video irgendwie so 50 Kommentare wären, ne? Ich meine, okay, bei 540 Abonnenten kann man das ja theoretisch erwarten, praktisch aber nicht, das ist klar. Dann wäre ich gut gelaunt, also macht mal hinne. Dann wäre das. Dann würde ich jetzt auch nochmal direkt nochmal das ganze Spiel von vorne starten und reinhauen, aber so brauche ich erstmal ein bisschen Beruhigung. Leider bin ich nicht Raucher, deswegen kann ich mir das nicht in Form von Drogen oder so reinziehen. Aber vielleicht finde ich irgendwas anderes, was mich wieder positiv stimmt. Okay, genug gelabert. Freut euch auf die paar Parts, die erstmal noch kommen. Und danach schaue ich mal weiter, was ich mache. Vielleicht sind ja doch welche
noch mit irgendwelchen Audiobearbeitungsprogrammen zu retten. Ansonsten, ciao, man sieht sich. Vielleicht lade ich es auch trotzdem hoch und ihr versteht dann manche Wörter nicht. Wir werden sehen.